spielen. Das Tor des Monats ist ja auch. Von der schönen Stahlstadt Linz sind Sie in die verträumte Industriestadt Katowice gewechselt. Warum? Ja, bei einer sportlichen Interessen. Mein Manager Herbert Petotik hat mir das Angebot gemacht im Zuge eines Transfers, den er hier getätigt hat mit Katowice, hat einen Spieler nach Frankreich transferiert und auf einmal ruft mich an und sagt, ob ich nicht da Trainer werden möchte. Im Moment hatte ich keinen Job und habe ich zugesagt. In 10 Minuten war alles erledigt, yes. Und den Adi Pinter hat Herr Petotnik, Ihr Manager, auch gleich rausgepresst. Ja, das wusste ich nicht. Ist auch nicht meine Art, andere rauszupressen. Und wie gesagt, ich bin hergefahren, habe mit dem Präsidenten gesprochen, 10 Minuten war alles erledigt. Was sagt Ihre Frau zu dem Wechsel? Ja, recht ist sie nicht, aber sie weiß, ich bin Fußballer mit Leib und Seele und damit, wie sie gesagt hat, hat sie Einsehen. Außerdem sind wir schon lange genug verheiratet, also haben wir da keine Probleme. Ebenfalls keine Probleme hat Teufel Blutsch bei der Spielerbesprechung. Der Manager steht ihm als Dolmetscher zur Seite. Krakau Wisla ist sehr gefährlich, wenn es kommt von rechter Seite. Und da müssen wir aufpassen. Die Gehälter im polnischen Fußball haben teilweise westlichen Standard, dementsprechend auch der Wagenpark der Katowice-Spieler. Auch Blutsch ist Sloty Milliardär. Jetzt fahren Sie jede Woche oder alle 14 Tage mit einem Koffer voll Sloty nach Linz. Fliegen werden Sie nicht können, weil Sie es übergepäckt zahlen müssen. Wie machen Sie das? Ich fahre mit dem Auto. Nein, es ist nicht so, aber die Leute hier sind sehr korrekt. Ich werde auch in österreichischem Geld bezahlt, also keine Probleme. Sie sind ein heuriger Typ, die Amte sind hier recht einsam, Sie wohnen in einem sehr einfachen Hotel. Satellitenfernsehen ist der einzige Wegbegleiter. Das ist richtig, aber ich habe da den Portier sozusagen eingebraten und der teilt mir die Sendungen auf, die ich gern sehen möchte und damit. Also Sie sind vom Portier abhängig, weil ja, der bestimmt, welches Programm im Hotel gespielt wird. Das ist richtig, ja. Aber wenn man gut ist mit ihm, da kann nichts passieren. Teufel Blutsch präsentiert sich als umgänglicher Trainer. Mit Katowice ist er derzeit erfolgreich. Intrigen hat er daher im Moment nicht zu befürchten und er hat so seine eigene Philosophie. Ich habe das Glück, ich verstehe nicht alles und es ist auch ganz gut. Der Besuch von Meisterschaftsspielen hat österreichische Dimensionen. Etwa 4000 kommen zum Spiel gegen Wisla Krakau und in der 20. Minute hat Blutsch erstmals Grund zur Freude. Schwierczewski bringt Katowice mit 1:0 in Führung. Katowice spielt in der ersten UEFA-Cup-Runde gegen Galatasaray Istanbul. Feldkamp beobachtet das Spiel und er sieht eine stark spielende Katowice-Mannschaft. Tomate, das gibt's ja nicht! Schon die dritte Chance! War eine schön schöne Partie. Eine schönere Chance gibt es nicht mehr. Kurz vor der Pause wird Schwierczewski wegen Nachschlagens ausgeschlossen. Aber es gibt Bierde mehr, da was, so was tut man ja nicht. Ein Match, was wir sicher in der Hand haben. Das ist ein Volltepp, dieser Tschetschke. Der ist ja geistesgestört. In der Pause ärgert sich Blutsch über die vergebenen Torchancen. Kein Wunsch, denn alles ist erledigt. Klar, 45. Ärger in anderer Form hat Teufel Blutsch aber in Österreich. Der Staatsanwalt hat sie angezeigt, dass sie beim Transfer zweier Jugoslawen Geld bekommen hätten. Hand aufs Herz, haben Sie eine Kleinigkeit mitgeschnitten, wie man sagt, 2,1 Millionen fehlen. Ja, das ist eine riesengroße Sauerei und es wird sich ja Gott sei Dank, hoffe ich, am 17. Herausstellen, denn ich habe in meinem Leben noch nie einen Groschen Geld genommen und was da aufgeführt wird, schon 2 Jahre lang, das ist schon eine bodenlose Gemeinheit von einigen unfähigen Funktionären, die ihre eigenen Fehler abwälzen wollen auf andere und wie gesagt, am Sitz wird es sich klären und
ich habe ein reines Gewissen. Maksimovic, der Manager der beiden jugoslawischen Spieler, sagt, sie hätten was genommen. Ja, das muss er ja sagen, weil wenn er die Wahrheit wirklich sagt, dann wird er unten wahrscheinlich liquidiert und unter Angst sagt man viel. Also ich bin mir überhaupt keine Schuld. Ja, wo kann das Geld hinkommen sein? Ja, das ist sicherlich unten in Jugoslawien, dort bei den Präsidenten und Sekretäre, da hält jeder die Hand auf. Die Hand aufgehalten haben auch die Katowice-Spieler bei der Siegesprämie gegen Wisla Krakau. Der polnische Teamlibero Szewczyk sorgt für die 2:0-Führung. Plutsch ist erleichtert. Es hat doch was gemacht, was man gut kann, ne? Einmal kommt's, was? Bei Spielerwechsel ist Plutsch noch unsicher und bespricht sich mit seinem polnischen Co-Trainer. Der Stroll, kann der spielen in der Mitte? Woher wird's besser? Mitte. Mittelfeld. Mitte, Mittelfeld. Ja. Na, wer kann spielen? Mitte. Aber wir probieren Stroll. Ja, ich meine Stroll. Aber immer spielt rechts. Er kommt auf Tatsche in die Mitte und Stroll ja. Katowice besiegt Wisla Krakau mit 2:0. Plutsch bleibt in Katowice vorerst auf der Straße der Sieger. Der sportliche Erfolg entschädigt Sie, dass Ihnen am Abend hier fad ist, dass Sie ein bisschen einsam richtig sind. Ja, das ist richtig. Mit dem Erfolg kann man es auch hier aushalten. Marek, gratulation. Ja. Den Sieger ist immer gut, den Verlierer immer schlecht. Das ist, so ist das Fußball. Ja. Sehr gut.